meine sehr verehrten Damen, meine sehr verehrten Herren, liebe Mitstreiter, Kameradinnen, Kameraden, Förderer, Gäste. Wenn die NPD einen Parteitag abhält, dann ist uns ein großes öffentliches Interesse gewiss. Denn wir sind keine normale Partei im Sinne des BRD-Parteienkartells. Und, liebe Freunde, das wollen wir auch gar nicht sein. Denn wir haben als Nationalisten und als NPD eine ganze Menge Alleinstellungsmerkmale. Und diese Alleinstellungsmerkmale, die gilt es auch heute hier bei unserem Parteitag sachlich fundiert ganz klar herauszuarbeiten. Ich darf mich also bedanken, dass wir hier heute diesen Parteitag trotz der großen Probleme, die man uns von Seiten des Staates und von Seiten der sogenannten außerparlamentarischen Opposition der Linkschaoten versucht hat zu machen. Wir sind kreativ, wir haben ein Programm und wir haben einen Auftrag, den wir aus dem Inhalt unseres Wahlprogramms ableiten. Die Wut und die Verzweiflung, die unsere Gegner immer wieder äußern, indem sie unsachlich, indem sie zum Teil mit kriminellen Mitteln versuchen, unsere Versammlungen zu stören oder gar unmöglich zu machen, haben eine lange Tradition. Und ich möchte zur Einführung dieses Parteitages einmal zwei oder vielleicht auch drei Zitate uns allen in Erinnerung rufen. Denn das ist die geistige Basis, aus der unsere Feinde, unsere Gegner argumentieren. Es ist die Basis eines Selbsthasses, der sich manifestiert in Handlungen, die gegen das deutsche Volk und gegen die deutsche Kultur als einzige Möglichkeit, sich selbst als Gutmensch generieren zu können, genutzt wird. Rosa Luxemburg schrieb, als sie aus der Schweiz damals nach Deutschland einreiste und den ersten Schritt in Berlin auf deutschem Boden tat, ihrem geliebten Leo yogisches Zitat: Ich hasse die Deutschen schon so sehr, dass ich es noch in der Schweiz in so kurzer Zeit für unmöglich gehalten habe. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Hass der sogenannten Linken auf die deutsche Kultur, auf die deutsche Leistungskraft, auf die deutschen wissenschaftlichen Leistungen ist ein Hass, der sich bis heute perpetuiert hat. Wir finden ihn als Ergebnis der geisteswissenschaftlichen Fakultäten in den sogenannten geisteswissenschaftlichen Fächern der Hochschulen, ebenso wie in den Schulklassen der Hauptschulen, der Mittelschulen und der Gymnasien. Wir leben in einer verpesteten geistigen Stimmung, die jede nationale Lebensäußerung kriminalisiert. Aber, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, liebe Freunde, liebe aufrechte Deutsche, wir beugen uns nicht, weil wir nicht nur Mitglied einer Partei sind, sondern unser Wollen
unser Streben, unser Handeln ein festes, weltanschauliches Fundament hat. Und auch das ist ein Alleinstellungsmerkmal in dieser Bundesrepublik Deutschland 2014, liebe Freunde. In der Oper Fidelius singt der Chor: Bitte haltet euch zurück, wir sind durchsetzt mit Ohrenblick. Und genau diese Oper wurde 1989 in Dresden aufgeführt. Und der Chor sang genau diese Passage mit einer Hingabe, wie man sie heute ohne weiteres auch wieder singen müsste. Denn, liebe Freunde, wir sind ausgespitzelt, nicht nur von den deutschen Geheimdiensten, die alles wissen wollen, weil sie Angst haben, sondern auch in erster Linie von den Engländern, von den Amerikanern und auch den französischen Diensten in Europa, wo man uns doch immer erzählt, dass wir souverän und selbstbestimmt leben könnten. Liebe Freunde, man hat Angst vor Nationalisten und man bekämpft sie nicht mit Argumenten, sondern man bekämpft den Nationalgedanken nicht nur des deutschen Volkes, sondern der europäischen Völker auf die unterschiedlichste, perfideste Art und Weise. Dem gilt es, sich entgegenzustellen, auch wenn wir Nachteile erleiden, auch wenn unsere Kandidaten diffamiert werden, auch wenn man uns die Seele kündigt. Wir werden immer einen Weg der Gegenwehr finden, denn nichts ist stärker als ein Gedanke, dessen Zeit gekommen ist. In Frankreich, Österreich, Ungarn, Spanien, in Italien, überall begehren die Völker auf gegen ein sogenanntes vereintes Europa, das nichts anderes ist als ein moderner kapitalistischer Gulag, wo alles richtig ist, was Gewinn abwirft, und wo alles falsch ist, was eine identitäre Kraft aus der eigenen Geschichte darstellt. Wenn wir nach Europa schauen, dann sind wir ehrlich bemüht, ein vereintes Europa zu schaffen, wo die Völker in Freiheit sich entscheiden können, wie sie unter welchen Bedingungen selbstbestimmt leben wollen. Was wir Nationalisten in Europa schaffen wollen, ist kein Europa der EU, ist kein Europa der großen Konzerne oder Banken, ist kein Europa der Bevormundung, sondern ein Europa des Selbstbestimmungsrechts aller europäischer Völker auf diesem Kontinent, liebe Freunde. Und genau das merken auch die unpolitischen Leute, dass Europa immer mehr Unfreiheit bringt. Ursprünglich hieß es, Europa wird geschaffen, um Kriege zu vermeiden. Mittlerweile wissen wir, dass dieses sogenannte vereinte Europa genau das Gegenteil bewirkt. Noch nie in den letzten 10 Jahren haben sich die europäischen Völker emotional mehr voneinander entfernt als in dieser Zeit. Und Professor Sinn hat es einmal vor wenigen Wochen in seinem neu erschienenen Buch Die Targetfalle deutlich zu Papier gebracht.
wenn in Europa eine Polarisierung von Gläubigen, von Schuldnern und von Kapitalgebern zu einer Asymmetrie führt, dann, so drückte er sich aus, sind Spannungen und Konflikte, ja vielleicht sogar Kriege, wieder im Bereich des Möglichen innerhalb des europäischen Kontinents. Da wir Nationalisten Friedenspolitik für Europa fordern, deswegen fordern wir als Garant für Friedenspolitik auf der Grundlage des Selbstbestimmungsrechts der Völker Freiheit für unsere Nation, die deutsche Nation, Selbstbestimmungsrecht für unsere Nation, für die deutsche Nation, Währungshoheit als Grundlage von wirtschaftlicher Souveränität und Autarkie für unser Vaterland. Und das, was wir als NPD, was wir als nationalistische, politisch Verantwortliche für uns einfordern, das werden wir auch für die anderen europäischen Nationen einfordern zu müssen, denn sonst gibt es kein vereintes, gerechtes und sozial verantwortungsbewusstes Europa und damit keine Zukunft für die Völker dieses Kontinents, liebe Freunde. Wir wollen nach Europa. Wir wollen nach Europa, wir wollen ins EU-Parlament, weil das EU-Parlament jene Bühne ist, die uns in die Lage versetzt, uns mit anderen europäischen, nationalistischen Kräften zu vereinen, getrennt zu marschieren und gegen das Unrecht in Zentraleuropa gemeinsam Politik zu machen. Das ist der originäre Grund, warum wir als NPD starke, gute Kandidaten im Europaparlament unbedingt brauchen. Und ich bin sicher, liebe Mitstreiter, liebe Mitkämpfer, liebe Förderer, dass wir heute hier auf diesem Parteitag die geeignetsten Kandidaten für die schwere Arbeit im Europaparlament bestimmen werden. Wenn ich sage, die geeignetsten Kandidaten, dann ist das eine Diktion, die ganz klar beschreibt, dass wir unterschiedliche Eignungen, unterschiedliche Fähigkeiten in unserer Partei, Gott sei Dank, vereinen. Und da gibt es Leute, die eignen sich für ganz bestimmte Bereiche der Europapolitik ganz hervorragend. Sie sind geradezu prädestiniert, das ein oder andere Amt auf der europäischen Bühne zu betreten und auszufüllen. Und es gibt andere Kandidaten, deren Eignungen sind nicht schlechter und nicht besser, sondern komplementär zu der Eignung des Kandidaten, der vielleicht auf Platz 1 gewählt wird oder auf Platz 2, auf Platz 3, auf Platz 4 und so weiter. Und wir sind als Partei selbstverständlich nicht so unerfahren, dass heute eine Parteitagsrede darüber entscheidet, wer hier auf Platz 1 bestimmt wird. Denn die, die ich bisher auf der Liste wahrnehmen konnte, die haben alle eine lange politische Vorgeschichte. Und mir ist keiner bekannt geworden, der sich nicht auch um die nationale Sache Deutschlands, um unser Vaterland in den letzten 5 oder 10 Jahren oder noch länger bewährt und verdient gemacht hat. Ich bitte daher, liebe Mitstreiter, liebe Delegierte,
Meine sehr verehrten Damen und Herren, wägen Sie Ihre Stimme und geben Sie dem Kandidaten Ihr Vertrauen, dem Sie an der richtigen Position, die Sie mitbestimmen, heute hier das größte Zutrauen entgegenbringen. Aber nicht nur das Zutrauen soll sich äußern in der Stimmabgabe, sondern auch das Vertrauen in die Person, die politische Integrität der Gewählten ist ebenso mitentscheidend wie die Qualifikation. Und das eine ist die Ergänzung zum anderen. Insofern haben wir heute hier an diesem Ort eine Entscheidung zu fällen, die von vornherein von Erfolg gekrönt ist, weil wir sehr sorgsam unsere Liste gestaltet haben. Ich bitte Sie daher, sich aktiv einzubringen, heute, an diesem Tage, zu allen Punkten, wo Sie konstruktiv glauben, etwas positiv-konstruktives beitragen zu können. In diesem Sinne möchte ich schließen, aber nicht, bevor ich mich recht herzlich bedanke für die gute Arbeit, sowohl der Funktionsträger unserer Partei in den letzten 14 Tagen in der Vorbereitung dieses Parteitags, als auch für die Gastfreundschaft, die uns hier in diesem Lokal entgegengebracht wird. Denn das ist keine Selbstverständlichkeit in dieser -BRD, die sich Demokratie schimpft, eine Gesinnungsjustiz unterhält und uns das Leben unmöglich machen will, liebe Freunde. Ich möchte schließen mit einer Einschätzung. Jeder kritische Beobachter der politischen Verhältnisse in Deutschland in den letzten 10 Jahren wird nicht umhinkommen, festzustellen, dass der Begriff Demokratie zur Phrase verkommen ist, dass der Kampfbegriff Demokratie immer mehr Anwendung findet, um gerade diese Demokratie für ganz bestimmte unliebsame politische Gruppierungen unmöglich zu machen. Die NPD fordert Demokratie, Redefreiheit, keine politischen Gefangenen, Partizipation, nicht nur für Nationalisten, sondern für alle politischen Strömungen in unserem Land, in einem freien Wettbewerb, ohne Angst für seine politische Weltanschauung die Arbeit zu verlieren, als Professor herauskomplimentiert zu werden aus den Universitäten oder durch Denunziantentum aller DDR als Redakteur, Polizist oder kleiner Angestellter im öffentlichen Dienst die Arbeit zu verlieren. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich erkläre den Parteitag hiermit offiziell für eröffnet und freue mich auf eine konstruktive und wenn nötig auch harte Debatte in der Sache. Vielen Dank.